Ja. Jetzt purzen wir die Champions. Das ist der Frankfurter Gruß. Der Willkommensgruß an die Monegassen. Ich schlage zurück mit französischer Stinkkäse. Schlechte. Ja, hallo und herzlich willkommen bei der 12. Ausgabe, beim 12. Stream, beim 83. Spiel der 10. Champions League. Da lacht er nur. Ja, wir kommen hier zu Frankfurt gegen Monaco. Na, ich lache nur, weil du sagst es komischerweise nicht immer, welches Spiel das ist. Ja, das weiß ich, weil ich sie heute fertig geschnitten habe, den letzten Ach Stream. so, okay. Das hätte ich jetzt nicht gewusst, nämlich. Oh fuck, warte mal, mein Stream ist hängen geblieben. Sorry. Sein Stream ist hängen. Stimmt. So, jetzt sind wir online. Als Audio habe ich sie, Gut. ja. Er wollte jetzt sagen, ist das Bild hängen geblieben oder das Ganze? Ah, das Bild. Ich habe auch mitgeschnitten, eigentlich brav. Da habe ich nicht mal geschaut, ob es eh läuft. So. Gut, dass ich immer am Handy schaue. So, am Handy stelle ich mir das dann ein, in einer ruhigen Phase. Oder Zinschenko war jetzt Beispiel eben, wenn ich hier verschwiegen habe. Oh. Schön. Es gibt noch so viele, die ich eigentlich holen möchte, einfach zum Testen, Ja, weil ich sie sehe auch. geil sind und so weiter. Aber wohin dann, weißt du? Darum habe ich mir dieses System jetzt angeboten. Weil wie du sagst, es bringt halt dann nichts, wenn du sie dann. Oh. Tschüss. Ah, schön. Nein. Oh. Wird's. Und Monaco setzt sich in Front. Aber eines brauchen sie noch. Eines brauchen sie noch. Ein erstes Tor. Wird's jetzt langsam Zeit? Wann sperrt endlich das Wirtshaus auf? Okay. Wo gehst du hin? Ich weiß nicht, ich wollte einfach nur mal weg. Hätte gleich gesagt, das wird nichts. Das wird's nix. Okay. Absatz wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Oh. Er macht das nochmal gescheit.
Aber so habe ich eigentlich eh gute Spiele entdeckt bis jetzt auch in den Ausbildungsteam, aber. Ja, du bist halt pessimistisch. Inwiefern? So wie du euch geschrieben hast. Wenn ich einmal einen guten gefunden habe, sonst würde das erst alle fünf Turniere passieren. Ein sinnvoller Transfer. Nein, ich rede jetzt von Entdeckung. Weißt du? So wie den. Ach so. Weißt du, der dann bei einem anderen Team auch gut abgeht. Schön, Jovic! Der war schön. So auf die Eier, Alter. Kein Kommentar, der nervt so hart wie der Französische. Unglaublich. So von so aus nichts, Alter, kommt der jedes Jahr. Ja. Bist du aber da, die Statistik spricht aber eigentlich mehr für dich, mit viel, viel weniger Ballbesitz genau die gleichen Chancen rausgeholt. Ja, alles Konter. Aber ich muss da sagen, der Wirt, der taugt mir. Vielleicht wird's was mit euch. Der ist 17, Alter. Ja, ich weiß. Der ist statt, den haben sie geholt statt Havertz. Der nächste Havertz, haben sie gesagt. Okay. Weil der ist ja von Leverkusen weggegangen, Havertz, und dann haben sie ihn spielen lassen. Ich habe gesagt, es wird Zeit, dass ich einmal spiele. Ne? Wird's Zeit. Ich sagte, wir könnten sicher so lustige Sätze schon bilden mit allen Spielern, die es gibt, einfach. Ich. Oh ja. Bis du groß wirst. Es wird sicher eine große Liste. Boah. Was können wir im Sommer mal machen? Wann wird's mal endlich Sommer? Alter, hoppala! Nein! Nein! Boah! Bam! Boah! Ich hab kein Pitbull, ich hab einen Terrier. Nein! Boah. Fuck, Mann! Jetzt brauch ich drei Tore! Fuck! Und zwar, oder? Habe ich jetzt einen Rechenfehler? Nein, zwar. Okay. Dann bist du dann ein Auswärts zu mir. Oh. Wow, aber schön gemacht, Jovic. Heute ist er der Zauberer. Boah. Nein. Ja, macht er schöne Tore. Ja, wird's was oder wird's nichts für den Marigassen? Stuttgart hält sie auf Trab. Stuttgart? Stuttgart, ich bin ein Trappel. Was für eine Beleidigung war das jetzt? Frankfurt. Also jetzt gehst du wirklich tief. Gibt es nicht einen Spieler, der Tiefenbach heißt? Keine Ahnung, sicher, aber.
Aber vor allzu langer Zeit. Oh, Klaus ist verletzt. Oh. Dann soll er nur mal traben. Gott sei Dank. Das war's jetzt. Nein, das, nein. Ja. Dachte, mein Spieler war vorne. Nein. Ja, also für Monaco wäre es der zweite Einzug ins Achtelfinale. Für Frankfurt mittlerweile dann schon das sechste. So. Ja. Schaut von der Bank zu, ob es was wird. Bisschen Routine rein. Alter, das war ja der perfekte Pass. Nein. Was? Alter? Alter, ich glaube, weil er sich zu spät fallen lassen. Alter, wie ist jetzt alles so offen? Nein. Nein, Coutinho. Hat er nicht gemacht. Eh nicht. Alter. Nein. Oh. Oh. Hast alles wieder gut machen können, aber du hast es wieder verschissen. Ja, es wird noch schneller zum Ende der Partie hier. Oh. Nein. Nein. Oh. Oh. Okay. Ciao. Alter, genau am. Ja, 9 Minuten noch. 2 Tore. Frankfurt schwitzt aber auch irgendwie in Monaco. Nein. Eine kuriose. Nein! Na, da muss noch ein bisschen Defensives her. Meine Damen und Herren, hier wird's noch spannend, die letzten paar Minuten. Oh, schön. Das war es schon. CDP. Macht sie nochmal ganz spannend jetzt. Puh. Sein erstes Champions League-Treffer schon. Könnte ein wichtiger für ihn sein. Das war jetzt schön. Aber irgendwie hat mich das jetzt verwirrt, was mein Spieler da gemacht hat. Schau dir, der ist ja ganz draußen. Der ist, weißt du, wo der hingehen wollte? Der war ganz weg. Guck
kurz zum Kameramann oder ich weiß nicht, was er machen wollte. Oh. Oh. Yes! Oh. Yes! Die Routine, oder? Ich habe den extra jetzt reingehauen, weil er Kopfball stark ist. Na wirklich. Das würde ich sagen, war ein sehr, sehr guter Kampf. Okay, jetzt versteh's. Na schön. Kann jetzt sagen, mal was zu sagen. Oh nein, heute gut schon. Oh, warte mal, fuck hell! Oh, Scheiße. Dort wollte ich nicht hin. Wow. Scheiße. Aber was mir jetzt auch ein bisschen reingespielt hat, war die rote, glaube ich. Ja. Weil die Räume dann noch mehr frei waren. Trotzdem verdient. Über Sparspielern weg. Durchgesetzt. Monaco, willkommen im Achtelfinale zum zweiten Mal. CDB, danke. Er hat es vielleicht eingeleitet, aber natürlich dann auch Greenwood und dann Falcao mit seinem 12. Zähltreffer. Noch nicht zu vergessen Wirtz. Der hier. Wirtz nichts, dass der da erwähnt wird, das wird nichts. Ich glaube, das Wirtz nichts, dass der dort bleibt.